Western Unchained. Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen. Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl. Howdy. Howdy. Hallo und herzlich willkommen an alle Cowboys und Cowgirls, also an die Gringos und Greenhorns, an alle Pilger und Pioniere, die sich hier in unser kleines Nest im Internet verirrt haben. Ich bin der Sibi. Und ich bin der Jörg. Und heute reden wir mal über einen der ganz, ganz großen Revolverhelden, die der Wilde Westen hervorgebracht hat. Oh yeah. Lustigerweise einer, der, habe ich jetzt schon oft festgestellt, komischerweise, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, der zumindest hierzulande in Deutschland, auch bei Western-Fans, bei Weitem nicht so ein Begriff ist wie ein Jesse James, ein Wild Bill Hickok, ein Billy the Kid, den kennt jeder. Ne? Dieser Name ist, obwohl er einer der berüchtigsten Revolverhelden seiner Zeit war, hierzulande verhältnismäßig unbekannt. Ja, tatsächlich. Also den Namen hört man, wenn man deutsche Western-Fans fragt, jetzt eher seltener. Wahrscheinlich, weil diese Figur auch nicht unbedingt so geeignet war, um als Protagonist in einem Film zu dienen. Das wäre ja, stimmt. Das Bild wird sich wahrscheinlich klären, wenn wir die Folge zu Ende haben. Aber fragst du einen Texaner, dann führt kein Weg drumherum. Das ist der berüchtigste, gemeingefährlichste, berühmteste Revolverheld seiner Zeiten. Und wirklich einer, der den Namen Revolverheld verdient, weil der hat sich einen Namen gemacht, eigentlich einzig und allein mit der Art und Weise und seinem Talent, wie er mit dem Schießeisen umgehen konnte. Und umgegangen ist, denn er hat nicht gezögert, das Ding regelmäßig einzusetzen. Oh ja. Er hat mehrere blumige Bezeichnungen auch Zeit seines Lebens und auch später gehabt. Er wurde während seiner Laufbahn von den Texas Rangers gesucht als der Gentleman Killer. Er hat verschiedene schöne Beinamen gehabt, wie Little Arkansas oder Arkansas Kid. Ich persönlich bevorzuge den Namen, den ihm irgendwann in den 90er oder um die 2000er Jahre ein Biograf gegeben hat, ein texanischer, der hat ihn bezeichnet als The Death Angel of Texas, der Todesengel von Texas. Heute reden wir über niemand Geringeren als John Wesley Hardin. Oh yeah. Und gleich mal vorneweg deute ich gleich mal auch noch auf eine Schwierigkeit hin, die wir hier haben. Denn das meiste, das wir über John Wesley Hardin heute wissen, das stammt aus einem Buch, das 1895 erschienen ist. Das trägt den Titel The Life of John Wesley Hardin. Autor John Wesley Hardin. Und wir hatten das in diversen anderen Folgen schon auch. Also Revolverhelden in ihrer Zeit, Cowboys haben in der Regel so ein bisschen dazu geneigt, ihre Taten und vor allem die Zahl der Menschen, die sie getötet haben in ihrer Laufbahn, ein bisschen nach oben zu übertreiben. Wenn John Wesley Hardin in seinem Buch über seine Laufbahn schreibt, der nimmt kein Blatt vor den Mund und macht keinen Hehl draus. Also er hat Leute getötet. Ziemlich, wie soll man sagen, indiskriminierend. Er selber sagt, er hat in seiner gesamten Laufbahn 40 Männer getötet. Das ist ein ordentlicher Brocken. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die nur einige wenige Jahre Bestand hatte. Wirklich belegt davon sind nur in Anführungsstrichen, um die 15. Wobei 15 immer noch deutlich mehr ist, als einem Wild Bill Hickok nachgewiesen werden kann. Ungefähr das Dreifache von dem, was von einem Billy the Kid war, nachgewiesen werden kann. Und wenn man Zeitungen aus den 1870er, 1880er, 1890er Jahren befragt in Texas, also in der Zeit, wo John Wesley Hardin gelebt hat, dann werden ihm so 20 bis 25 Taten nachgesagt. Also die konnten vielleicht nicht nachgewiesen werden, aber man war sich damals zumindest ziemlich sicher, dass er der Täter gewesen sein muss. Und der Einzige, der eigentlich nur noch mehr Leute nachweislich auf dem Kerbholz hatte, das war der Protagonist unserer allerersten Western Unchained-Folge, nämlich Jim Miller, auch genannt Killer Miller. Den Namen hat er nicht umsonst gehabt, der war Auftragsmörder. Aber Hardin war ein Revolverheld, wie er im Buche steht. Er war jemand, der seinen Unterhalt damit beschritten hat. Ja, er ist auch mal auf Trail geritten, aber er hat in erster Linie viel Glücksspiel betrieben, hat sich viel mit Pferdegeschäften abgegeben und
hat sich vor allem sehr viele Schießereien geliefert und ist sehr bekannt dafür geworden. Also wir werden uns das anschauen und ich werde auch immer ein bisschen darauf verweisen, denn in seinem eigenen Buch rechtfertigt Hardin seine Taten immer. Mhm. Ja? Nö, er hat 40 Männer getötet und er ist da teilweise sehr stolz drauf, aber in seiner eigenen Schilderung war er nie wirklich der Aggressor der ganzen Geschichte. Ne? Er hat nie den Streit angefangen. Ne? Es waren immer die anderen. Er war immer irgendwie ein Opfer. Entweder hat der andere den Streit begonnen oder er hat Leute getötet. That, Zitat, needed killing. Ja. Ja, gut. Das, also, falls da draußen unter euch ein Psychologe ist, ich glaube, John Wesley Hardin und seine Biografie wären auch ein spannendes Objekt für die Analyse. Wenn es nicht schon jemand mal getan hat. Ja, durchaus. Also, es gibt immer ein sehr interessantes Bild und Hardin widerspricht sich auch in seiner eigenen Biografie immer wieder sehr gerne selber, ohne dass er es merkt. Also ich glaube, dass er das Buch selber geschrieben oder zumindest jemanden aufdiktiert hat, weil großartig redigiert worden ist das nicht. Aber egal. Fangen wir mal an. Und bevor wir mit John Wesley Hardin, dem Revolverhelden, dem Killer, dem Gunslinger anfangen, müssen wir erstmal auch ein paar Worte über die Zeit und den Ort verlieren, in denen John Wesley Hardin so richtig aktiv war. Nämlich, John Wesley Hardin ist waschechter, gebürtiger Texaner und wir reden hier vom Texas der Reconstruction. Also den Jahren nach dem texanischen Bürgerkrieg, bevor Texas wieder komplett ordentlich als Bundesstaat in die Vereinigten Staaten aufgenommen wurde. Und das ist auch die Zeit, wo man wirklich vom Wilden Westen spricht. Wir haben zwar schon was über Texas, den Staat, erzählt, aber über die Zeit nach dem Bürgerkrieg haben wir konkret nicht so viele Worte im Detail verloren. Und ich möchte das vielleicht hier an dieser Stelle mal nur kurz aufgreifen, um quasi ein Bild darüber zu schaffen, was die Verhältnisse waren, in denen dieser Hardin aufgewachsen ist und warum seine Taten da so fruchtbaren Boden gefunden haben, sagen wir es mal so. Texas, wir hatten es in der entsprechenden Folge von Western Unchained ja schon erwähnt. Texas war zuerst eine Republik, hatte sich die Unabhängigkeit von Mexiko erkämpft und wurde dann aber 1846 von den USA annektiert und wurde ein Bundesstaat der Vereinigten Staaten. 1846, das ist jetzt nicht so weit vom Jahr 1860 weg, ne, 14 Jahre nur. Das heißt also, während des Bürgerkriegs gab es sehr viele Texaner, die sich noch an ein unabhängiges Texas erinnert haben, die möglicherweise auch bereits für die Unabhängigkeit von Mexiko für Texas gekämpft haben. Und dementsprechend waren diese Leute in Texas umso voreingenommener eingestellt gegenüber einer wahrgenommenen Bevormundung aus der Union oder aus dem fernen Washington. Ne? Ja, und das sind sie ja teilweise heute noch. Ne? Also Texas ist ja einer der Staaten, der immer noch sehr auf Eigenständigkeit pocht und in dem dieses typische, wir lassen uns aus Washington nichts sagen, auch heute noch in der Politik sehr dominierend ist. Ja, und das liegt auch so ein bisschen in der Genese des Staates Texas begründet. Texas hatte sich dann auch sehr früh schon auf die Seiten der Konföderation geschlagen, als die Sezession erklärt wurde und dann der Bürgerkrieg losging. Sie haben ganz besonders eben auf jegliche Einmischung, die die Republikaner unter Abraham Lincoln gegenüber dem Selbstbestimmungsrecht der Staaten durchgeführt hätten, haben sie gleich mal angefeindet. Da ging es natürlich auch um eben die Abschaffung der Sklaverei, aber generell um alles, was Washington den Staaten aufdiktieren würde. Und dementsprechend hat sich halt Texas im Unabhängigkeitskrieg auf die Seiten der Konföderation geschlagen. Ja, ich glaube, was man zu Texas noch sagen kann, wenn es einen Staat gibt, wo es wirklich hauptsächlich um dieses Föderative ging und die Unabhängigkeit des Staates und wo Sklaverei nicht so das Haupt, also eins der Themen, aber nicht das explizit Hauptthema war, ist, glaube ich, Texas. Weil es auch tatsächlich keiner dieser typischen Pflanzerstaaten war, wo es um große Baumwollfelder geht und extensive Landwirtschaft. Es war mehr Viehwirtschaft und Substitutionswirtschaft. Ich würde mal sagen, jein, denn bis zum Ausbruch des Bürgerkriegs gab es im Norden von Texas durchaus sehr, also nicht geringe Baumwollplantagen. Ja, das stimmt. Und da hatte der Faktor Sklaverei also auch eine wirtschaftliche Note, eine wirtschaftliche Bedeutung. Also das kam da schon auch mit rein. Jedenfalls,
nach Ende des Bürgerkriegs wurden dann erstmal 50.000 Soldaten in Texas stationiert, die quasi für Ruhe sorgen sollten. Es wurden die Texas Rangers formell aufgelöst. Also die Texas Rangers, wir hatten es ja, waren gewissermaßen eine Polizeibehörde, die im gesamten Staat von Texas tätig werden konnte und zum einen Siedlung vor Indianerangriffen beschützt hat, aber eben auch eben Verbrecher durch ganz Texas hindurch und teilweise auch in angrenzende Staaten verfolgt haben. Es haben aber im Bürgerkrieg, weil die halt paramilitärische Einheiten im Endeffekt waren, hat im Bürgerkrieg auch eine Einheit unter dem Namen Texas Rangers gegen die Union gekämpft, die auch sich teilweise aus aktiven oder ehemaligen Texas Rangers zusammengesetzt hatte. Mhm. Das heißt also, infolgedessen wurden die Texas Rangers nach dem Bürgerkrieg aufgelöst. Das war jetzt natürlich durchaus ein Problem, denn die Texas Rangers haben nicht ohne Grund in Texas existiert. Man hat hier einen Staat mit einer riesigen Flächenausdehnung, wo Siedlungen oder Städte teilweise hunderte von Meilen oder mindestens Dutzende von Meilen auseinander weg waren, wo das nächste Gericht teilweise 200 Meilen weit weg war. Und jetzt gibt es noch nicht mal mehr ein staatweit agierendes Recht. Plötzlich waren nur noch lokale Gesetzeshüter da, die irgendwie für Umsetzung und Einhaltung von Recht sorgen sollten. Und um die Umsetzung und Einhaltung von föderalem Recht hat sich schon gleich gar keiner gekümmert. Mhm. Die konföderierten Veteranen und eingefleischten Texaner haben auch die Anwesenheit von 50.000 Unionssoldaten in Texas nicht unbedingt gern gesehen. Und in der ersten Zeit, wo halt eben auch keine Texas Rangers existiert haben, mussten diese Soldaten herhalten, um eben föderales Recht umzusetzen. Föderales Recht umsetzen bedeutete unter anderem auch die Umsetzung des 14. und 15. Verfassungszusatzes zu gewährleisten, nämlich dass ehemalige Sklaven, Afroamerikaner, Schwarze, jetzt auch das Recht zu wählen haben, das Recht zu Landbesitz haben und quasi auch frei sind und gleichen Rechte wie auch andere Bewohner von Texas haben. Das hat für ein sehr angespanntes Verhältnis gesorgt. Zwischen 1866 und 1870 gab es wirklich nur lokale Gesetzeshüter oder eben Soldaten, die die Einhaltung von föderalem Recht gewährleisten sollten. Ab 1870 wurde dann eine Polizeieinheit gegründet, die Texas State Police, die im Endeffekt dieselben Funktionen ausüben sollte wie die Texas Rangers. Die wurden allerdings in der Bevölkerung nicht wirklich großartig akzeptiert, denn die wurden einfach nur als Handlanger als Washington betrachtet. Weil ihre Texas Ranger, die wurden aufgelöst. Die Hauptaufgabe der Texas State Police war in den ersten Jahren auch tatsächlich die Bekämpfung von Race Crimes, ne? Also, ja. Mhm. Und es hat in der Situation auch nicht unbedingt geholfen, dass ein Drittel der Texas State Police sich aus ehemaligen Sklaven, also aus Freedmen, zusammengesetzt hat. Das hat die Furcht in den Augen von vielen Texanern verstärkt, dass da jetzt die ehemaligen Sklaven herkommen und jetzt einen Stern an der Brust haben, um sich an ihren ehemaligen Haltern zu rächen. Es hat auch nicht geholfen, dass die Texas State Police korrupt war. Ja, yeah, das hilft selten. James Davison, der offizielle Chief of State Police, hat in den 2 Jahren zwischen 1870 und 1872 37.435 US-Dollar unterschlagen oder veruntreut, was über 950.000 US-Dollar nach heutigen Maßstäben sind. Und als das aufgeflogen ist, ist er spurlos verschwunden. Okay. Dementsprechend wurde dann 1873 für die Gouverneurswahl 1874 ein neuer Gouverneur gewählt. Das war dann ein Demokrat, der die Wahl gewonnen hat, nämlich Richard Coke. Die Wahl selber war aber auch, also beide Seiten haben sich gegenseitig Wahlfälschung vorgeworfen und war also auch ein sehr hässlich geführter Kampf. Ich gehe da jetzt nicht näher auf Details ein, das können wir gerne in eine Bonusfolge für Supporter ausgliedern. Mhm. Aber das Ergebnis war, dass ein Demokrat jetzt der neue Gouverneur war, der auch als eine der ersten Amtshandlungen umgehend die Texas State Police aufgelöst hat und veranlasst hat, dass die Texas Rangers neu formiert werden, was allerdings ein weiteres Jahr gedauert hat. Das heißt also, zwischen 1874 und 1875 gab es wieder keine staatsweite Polizei. Mhm.
Und Coke war auch nicht unbedingt beliebt, um mal ganz schnell aus einer Zeitung zu zitieren. Ich habe hier eine Ausgabe der Daily Express von San Antonio vom 17. Juli 1874, urteilt nach 6 Monaten Coke-Administration. Noch niemals hat eine Staatsregierung in Texas mit so viel populärer Unterstützung die Macht erhalten. Und noch nie hat eine Staatsregierung in Texas fail half so miserably, also nur halb so elend versagt wie die Coke-Regierung im Verlauf der ersten 6 Monate. Coke mit seinem fortgeschrittenen Alter hat alles innerhalb von 6 Monaten ruiniert. Verbrechen, Mord und Mob-Law, also Lynchjustiz, regieren die Gerichte und die Magistrate sind machtlos. Der Staat hat weder Geld noch Kredit. Der oberste Gerichtshof ist besetzt mit Betrügern und niemand hat mehr Vertrauen in irgendwas. Okay, ja. Das ist also das Texas der Jahre 1868 bis 1875. Und in dieses Texas, in diesem Pulverfass, ist ein Sohn eines Wanderpredigers, eines Methodistenpredigers aufgewachsen, der unter dem Namen John Wesley Hardin berühmt, berüchtigt, verachtet, aber auch verehrt werden sollte. Je nachdem, wen man da jetzt mal fragt. Okay, ja. Genau, jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Protagonisten. Reden wir also über John Wesley Hardin. John Wesley Hardin war der zweitälteste Sohn von insgesamt 10 Kindern. Eines Methodistenpfarrers, nämlich James Gibson, genannt Gib Harding, und Mary Elizabeth Harding, geborene Dixon. Die Hardins waren durch und durch Südstaatler, kann man wirklich so sagen. Und ich würde auch so sagen, durch und durch, vor allem der Zweig der Familie, durch und durch Texaner. Wie sehr? Es gibt einen Hardin, der hat die texanische Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet, also als sich Texas von Mexiko losgesagt hat. Ein anderer kämpfte in der Schlacht von San Jacinto gegen Mexiko, wo die Unabhängigkeit erkämpft wurde. Der Großvater von John Wesley Hardin saß im Kongress der Republik Texas und John Wesley Hardin sollte noch einen jüngeren Bruder haben, der den Namen Jefferson Davis Hardin tragen sollte. Also man braucht sich nicht großartig überlegen, auf welcher Seite die Hardins standen, als dann der Bürgerkrieg losging. Ich habe einen alten Zeitungsartikel gefunden in der El Paso Times aus dem Jahr 1924. Da zitiert der Autor John Hunter, will eine alte Hebamme von John Wesley Hardin ausfindig gemacht haben. Also die Hebamme der Hardins, die John Wesley Hardin auf die Welt gebracht hat. Mhm. Und hat ihr die Worte in den Mund gelegt, dass er schon, als er auf die Welt kam, sie schon eine Vorahnung hatte, dass er entweder ein a great hero, also ein großer Held, oder a monumental villain, also ein monumentaler Schurke, sich erweisen würde. Okay, ja. Das Zitat ist zweifelhaft, aber anbetracht dessen, was er sich geleistet hat, vielleicht durchaus anwendbar. Ja, quasi eine self-fulfilling prophecy. Könnte man so sagen, auch wenn diese Worte 20 Jahre nach seinem Tod, 30 Jahre nach seinem Tod entstanden sind. Ja, gut. Naja, jedenfalls. Gib Hardin, sein Vater, war ein sogenannter Circuit Rider, also wortwörtlich ein Wanderprediger, der lange Zeit keine feste Diözese hatte, sondern ständig verschiedene Orte in Texas regelmäßig bereist hat, um dort zu predigen und Gottesdienste zu halten. 1859, als John Wesley etwa 6 Jahre alt war, ließ er sich schließlich in Sumter in Trinity County nieder, wo er dann auch an der Sonntagsschule unterrichtete. Also das ist bereits unmittelbar kurz vor dem Bürgerkrieg. Und als dann auch der Bürgerkrieg losbrach, ein Jahr später, wurde Gib Hardin auch zu einem Kaplan der konföderierten Armee berufen. Es ist aber nicht so ganz sicher, inwieweit er diesen Dienst auch ausgeübt hat, also ob er auch an der Front war oder ob er gewissermaßen Heimatdienst leistete und quasi Rekrutierungsarbeit geleistet hat oder eben für Leute, die Fronturlaub haben in der Heimat, da den seelischen Beistand geleistet hat. Mhm. In seiner eigenen Biografie schreibt John Wesley Harding, wie er so seine Kindheit erlebt hat und dass er halt in seiner Kindheit gesehen hat, wie die Leute in seinem Ort regelmäßig Strohpuppen, die Präsident Abraham Lincoln dargestellt haben, öffentlich auf einen Platz gezerrt haben, dort aufgehängt haben, dann Schießübungen auf diese Puppen veranstaltet haben. John Wesley Hardin schreibt selber, dass er auf die Art und Weise schießen gelernt hat und anschließend öffentlich und unter großem Gejohle und Beifall der Menge die Strohpuppe von Abraham Lincoln auf dem Platz verbrannt haben regelmäßig.
Er selber sei dadurch zu der Überzeugung gelangt, gerade einmal 7 Jahre alt, dass Abraham Lincoln der Teufel selbst sei. Okay. 2 Jahre später, 1862, soll John Wesley, gerade mal 9 Jahre alt, versucht haben, von zu Hause davon zu laufen, um sich der Armee anzuschließen. Was ihm dann sein Vater aber mit der üblichen Medizin, also einer ordentlichen Tracht Prügel, ausgetrieben haben soll. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das mit der Tracht Prügel, ob das so eine Eigenerfindung von John Wesley Hardin ist. Ich habe eine andere Quelle gefunden, die quasi versucht, James Gibson Hardin zu seiner Zeit zu beschreiben. Und die hat die Worte gewählt, die ich hier mal im Wortlaut zitiere. In einer Zeit, in der Pfarrer Feuer und Schwefel beschworen haben, also Fire and Brimstone, waren Gib Hardins Predigten eher lauwarm. Okay. Also hat wohl schon durchaus so die Sünden angeprangert und die konföderierte Sache beschworen, aber er hat nicht so wirklich das Feuer begeistert. Entweder mit 11 oder mit 13 Jahren, das ist leider, es wäre schon ein bisschen interessant, das genau zu wissen, weil es entweder während dem Bürgerkrieg war oder unmittelbar danach, geriet Hardin in einen Streit mit einem Mitschüler namens Charles Slaughter. Es ging wohl darum, dass Graffiti auf einer Schulbank in der Sonntagsschule, wo Hardins Vater unterrichtete und wo auch John Wesley Hardin hinging, gefunden wurde. Das so quasi Lehrer verunglimpft hat, eine typische Schüler-Graffiti halt. Und Charles Slaughter hat John Wesley Hardin beschuldigt, dass er der Urheber dieser Graffiti gewesen sein soll. Hardin verneinte dies und beschuldigte Slaughter, selber der Autor gewesen zu sein. John Wesley Hardin schreibt, dass dieser Junge daraufhin so wütend war, dass er ein Messer gezogen hat und auf Hardin losgelaufen ist, woraufhin er sich natürlich selbst verteidigen musste. Tatsache ist, es kam zu einer Messerstecherei zwischen den beiden 11- oder 13-jährigen Jungs, bei denen John Wesley Hardin seine Mitschüler beinahe umgebracht hat. Oh, fangt früh an. Ja, fangt früh an und sollte also schon so ein bisschen zeigen, der Kerl hat ein bisschen was von einem Teufel in ihm. Sollte auch nicht lange dauern, dass er dann das erste Mal auch wirklich tötet. Denn im November 1868 erschießt Hardin auf offener Straße in Sumter einen Freedman, also einen freigelassenen Schwarzen, namens Major, genannt Mage Holzhausen. Was die Ursache oder die Motive für diese Tat war, die liefert uns leider nur Hardin selber. Hardin beschreibt, er war bei einem seiner Cousins und der Ranch eines seiner Onkels. Und auf dieser Ranch war auch dieser Mage Holzhausen zu Besuch. Holzhausen war ein ehemaliger Sklave eines anderen Onkels von John Wesley Hardin, nämlich Barnett Holzhausen, der in Livingston gewohnt hat. Übrigens, das mit den Onkels und Cousins, da werden sehr viele vorkommen. Ich habe ja gesagt, John Wesley Hardin war selber irgendwie eins von 10 Geschwistern. Sein Vater und seine Mutter hatten auch jeweils 10 respektive 9 Geschwister. Und es wird auch heute noch, man braucht sich nicht wundern, wenn man heute in Texas unterwegs ist, es gibt sehr viele Leute, die irgendwie sagen, auf die eine oder andere Art in vierter Generation mit John Wesley Hardin verwandt zu sein. Also der Hardin-Clan war groß. Ja, klingt auch so. Na, jedenfalls, dieser Mage Holzhausen war wohl ein sehr großer, kräftiger, breitschultriger Kerl, der sich dann auch auf Motivation seines Onkels hin einen Ringkampf mit den beiden Jungs geliefert hat. Also mit dem 15-jährigen John Wesley und seinem ungefähr gleichaltrigen Cousin. Dieser freundliche Sport, wie es beschreibt, geriet aber dann aus dem Ruder und wurde zu einer Schlägerei, als John Wesley nach eigener Aussage Drew Blood, also Mage aus Versehen verletzte und er eine blutende Wunde verursacht hat, woraufhin dieser ehemalige Sklave ausgerastet ist und auf die beiden Jungs losging. Sein Onkel hat daraufhin den ehemaligen Sklaven seiner Ranch verwiesen und hat den beiden Jungs geraten, sich besser zu bewaffnen, falls der Kerl noch auf Rache sinnen sollte. Tatsächlich soll es dann bereits tags darauf dazu kommen. John Wesley Hardin ist zu Pferd unterwegs, als er Mage erneut begegnete auf der Straße, der daraufhin einen langen Stock oder Prügel ergriff und auf Hardin zustürmte und versuchte, ihn vom Pferd zu reißen. Woraufhin Hardin einen Kaliber 44 Cap-and-Ball-Revolver, also wohl einen klassischen Colt Model 1860 Army, mit dem er sich vorsorglich bewaffnet hatte, ergriff und aus nächster Nähe 4 oder 5 Mal in die Brust schoss und niederstreckte.
Hardin soll dann auch noch selbst versucht haben, Hilfe für den sterbenden Mann zu holen. Aber als dieser 3 Tage später starb, riet ihm sein Onkel Claiborne, sich besser zu verstecken aus dem, und dünne zu machen. Weil, und da zitiere ich jetzt auch mal aus dem Buch, für das Töten eines Schwarzen würde ich in diesem von der Union besetzten Staat kein faires Gerichtsverfahren bekommen. Mhm. Wortwörtlich, einen schwarzen Mann zu töten bedeutete den plötzlichen Tod durch die Hände eines Gerichts, der gestützt wurde von nördlichen Bajonetten. Und auch mein Vater riet mir, mich zu verstecken, bis das until the Yankee bayonet should cease to govern. Also bis das Bajonett der Yankees aufhörte zu regieren. Oh ja, markige Worte. Mhm. Daher wurde ich ein Flüchtling. Nicht vor dem Gesetz, wie ich betonen möchte, sondern vor der Ungerechtigkeit und der Missregentschaft der Leute, die den Süden unterworfen haben. Oh ja, das ist ja heute auch noch ein Thema, ne? Ich beuge mich oder ich widersetze mich nicht der Gerechtigkeit, sondern dem Recht. Sondern dem Unrecht eines korrupten Staates. Ja, genau. Weil eigentlich tue ich nur Rechtes. Haha, Wortwitz. Man darf diese Aussage auch durchaus anzweifeln, denn zum einen, im Jahr 1868 war die Zahl der Soldaten, die in Texas stationiert waren, bereits auf weniger als 5000 runter reduziert worden. Und die waren hauptsächlich an der Grenze stationiert, um eben die Grenze nach Mexiko und in die Indianergebiete zu sichern. Und zum anderen, es war 1868, es waren die Jahre des Ku Klux Klans. Es zogen Mobs, mordend, ehemalige Sklaven umbringend durch Texas und die wenigsten davon wurden belangt. Da jetzt zu sagen, wenn ich einen Schwarzen getötet habe, werde ich nie Gerechtigkeit erfahren. Noch dazu, wenn er Dutzende an Onkels und Cousins hat, die eben seine Version der Geschichte unterstützen würden. Naja, außerdem... Mhm. Sein Onkel Claiborne hat ihm noch $20 gegeben, damit er sich gut verstecken könnte, was nach heutigen Maßstäben über 400 sind. Wo ich dann so sage, ein 15-Jähriger kriegt da jetzt $400, um sich zu verstecken. Also es gibt durchaus Biografen, die vermuten, dass das bereits Hardins erster Auftragsmord war. Okay. Nichtsdestoweniger, auf Anraten seines Onkels und oder seines Vaters versteckte sich Hardin einige Meilen weiter nordöstlich in einem Ort, wo sein älterer Bruder Joseph Hardin als Lehrer arbeitete. Allerdings, gerade mal 2 Wochen später, immer noch November 1868, kriegt sein Bruder mit, dass 3 Soldaten auf der Suche nach ihm sind und sich quasi von Sumter aus auf den Weg hierher begeben würden. Statt sich da jetzt nun abermals auf die Flucht zu begeben, beschließt Hardin, die Initiative zu ergreifen. Und legt den Soldaten einen Hinterhalt. Okay. Wieder nach einer Aussage lauert er den Soldaten auf und als sie sich nichts ahnend auf der Suche nach ihm, weil in seiner Version sind es ja die Häscher, die ihn garantiert umbringen würden und er keine gerechte Verhandlung kriegen würde, lauert er ihnen auf, tötet 2 von ihnen aus dem Hinterhalt mit einer Schrotflinte. Der dritte, ein Schwarzer, schafft es noch, ihn mit einem Streifschuss am Arm zu verletzen, woraufhin er die Schrotflinte fallen lässt, einen Revolver zieht und den dritten Soldaten auch niederstreckt. Es kommt ihm dabei zugute, dass er wirklich im Deep Deep South ist und einige Farmer in der Nähe allesamt ehemals eingefleischte Soldaten der konföderierten Armee waren, die ihm dabei helfen, die Leichen in einem Flussbett zu verscharren und ihm abermals die Flucht zu ermöglichen. Wohlgemerkt, wir schreiben Herbst 1868, John Wesley Hardin ist gerade mal etwas mehr als 15 Jahre alt und hat bereits 4 Männer getötet, 3 davon kaltblütig in einem Hinterhalt. Okay, ja, legt früh los, der Gute. Und mag sein, dass man bei der ersten Tat noch auf Notwehr plädieren könnte, jetzt ist er endgültig ein Flüchtiger vor dem Gesetz. Yep. Aber, ich habe es ja einleitend erwähnt, 1868, das Klima in Texas, ein sehr raues Klima, ein sehr gesetzloses Klima im wortwörtlichen Sinn. Und in dieser Situation fällt es ihm nicht schwer, Leute zu finden, denen er sich anschließen konnte oder bei denen er untertauchen konnte. Sein Vater brachte ihn zu Verwandten ins Navarro County in ein Örtchen namens Pisgah Ridge, wo er dann im Sommer 1869, im Alter von 16 Jahren, als Lehrer an der Sonntagsschule unterrichten sollte. Okay. Ja,
Als 16-Jähriger. Vier Leute umgebracht, 16 Jahre alt, unterrichtet Gleichaltrige und Jüngere jetzt Lesen, Schreiben und Bibelkunde. Ja. Seine Studenten hatten wohl allesamt den Ruf, dass sie so Bullies waren und schwer erziehbar und schwer beherrschbar wären und einige der Lehrer von der Sonntagsschule vertrieben hätten. Aber Hardin schreibt zumindest selber, dass er festgestellt hat, carrying a revolver to class won the respect and attention of even the most rebellious of scholars. Also einen Revolver in die Schule mitzubringen und während der Klasse an der Hüfte zu tragen, sorgt dafür, dass auch die rebellischsten und streitlustigsten seiner Schüler sich nicht trauen, da gegen ihn aufzubegehren. Er hält sich dann aber nicht lange in Pisgah Ridge auf, er zieht bald weiter, schließt sich einem weiteren seiner Cousins an, der auch im Ku Klux Klan aktiv war, also hat da durchaus eine sehr illustre Gesellschaft. Ja. Er reitet eine Weile lang mit einem anderen Outlaw mit, William Longley oder auch bekannt Wild Bill Longley. Ein weiterer von diesen texanischen Revolverhelden, die sehr mörderisch waren. Aber die nächste große Schießerei, die er sich liefert und mit der er sich dann einen Namen auch in der Presse macht, ereignet sich im Dezember 1869. Also hier werden oft unterschiedliche Daten genannt. Also die legendäre Fassung sagt, es ist am Weihnachten 1869 geschehen, genau gesagt an Heiligabend. Wikipedia sagt, es ist am 5. Januar passiert, ein Kartenspiel mit einem Mann namens Benjamin Bradley. Woanders habe ich eine andere Quelle, die sagt, es ist am 11. Dezember passiert und der Kerl hieß James Bradley. Ich habe einen Zeitungsartikel, der beschreibt den Vorfall am 11. Dezember und die Zeitung ist am 22.12.1869 erschienen. Wahrscheinlich ist deswegen dieses Weihnachtsgerücht in die Welt gesetzt worden. Jedenfalls am 18.12.1869 schreibt der Waco Register: Wir haben gehört, dass am vergangenen Samstag in Williams Gin, dem Saloon, in der Nähe von Towash Hill County, ein junger Mann namens Bradley aus Rusk County einen Mann namens Hardin erschossen und getötet haben soll. Wir wissen nichts Näheres über die Details, außer dass diese Affäre aus einem Kartenspiel erwachsen ist. Das heißt also, der Zeitungsartikel dreht die Namen um. Tatsächlich ist es genau andersrum passiert. Also Biografen sind sich inzwischen sicher, es ist sowohl der Name James Bradley als auch Benjamin Bradley korrekt. Also der Mann hieß Benjamin B. Bradley und stammte aus Arkansas, wurde allerdings von den Leuten im Ort in Towash Jim genannt. Und deswegen kannte ihn Hardin wohl auch nur unter Jim Bradley. Mhm. Die beiden spielten Karten und Hardin hat wohl sehr erfolgreich gespielt. Was, wie es so häufig in solchen Wild-West-Kartenspielen ist, Bradley wird zunehmend schlecht gelaunt und beschuldigt Hardin der Falschspielerei. Okay. Und droht ihm vor Zeugen, ihm die Leber rauszuschneiden, wenn er wieder auf diese Weise gewinnen sollte. Als dann Hardin tatsächlich das nächste Blatt wieder gewinnt, springt Bradley auf und zieht ein Messer und einen Revolver, woraufhin Hardin seine Karten niederlegt, seinen Pott an den Kartendealer übergeht und weil er unbewaffnet ist, aufsteht und geht erstmal. Angeblich soll er um die $100 gewonnen haben. Hardin geht in seine Behausung, um sich zu bewaffnen. Mhm. Wieder mal hier, Hardins Version der Geschichte ist: Ich sah, dass Bradley mit 6 oder 7 anderen Leuten, unter ihnen ein Hemp Davis, auf mich zugelaufen kam und drohte mich zu töten. Bradley zog seine Waffe und begann auf mich zu schießen. Dann spannte er den Hahn und feuerte erneut. Inzwischen waren wir nur noch 5 oder 6 Fuß voneinander entfernt. Und ich zog meine Remington Kaliber 45 und feuerte einen Schuss in sein Herz und gleich danach in seinen Kopf. Als er stolperte und zu Boden fiel, sagte er noch: Oh Gott, schieß mich noch ein weiteres Mal. Aber in seinen eigenen Worten gibt er zu: Ich konnte nicht aufhören. Ich schoss einfach weiter, weil ich kein weiteres Risiko einer Gegenreaktion eingehen wollte. Die Menge lief davon und ich stand sehr und verfluchte sie lang und laut als feige Teufel, die einen Mann angefeuert haben zu kämpfen und als er das getan hat und gefallen ist, ihn sofort in Stich ließen wie Feiglinge und Verräter. Zitat Hardin. Oh, ja.
Allerdings, es gibt eine wahrscheinlichere Version, denn 2 Jahre später wurde tatsächlich eine Mordanklage in dieser Sache gegen ihn erhoben, wo der Vorwurf im Raum steht, dass Hardin in verbrecherischer Absicht, ungesetzlich und with malice, also in böser Absicht, Benjamin Bradley getötet und ermordet hat. Mhm. Kurze Zeit später verschwand auch ein gewisser Judge Moore, der Kartengeber war, der zwischenzeitlich den Pot von Hardin übernommen hatte. Und man geht davon aus, dass Judge Moore ebenfalls getötet wurde, denn nach dieser Dezembernacht, 11. Dezember 1869, verschwand dieser Moore spurlos und wurde nie wieder gesehen. Man geht davon aus, dass Moore den Pot, den Hardin ihm überlassen hat, einbehalten hat und nicht mehr rausrücken wollte. Und nachdem Hardin Bradley erschossen hat, machte er Moore auch noch ausfindig und tötete ihn auch noch, um an sein Geld wieder ranzukommen. Und Tatsache ist, von der Schießerei gab es sehr viele Zeugen. Und eine sehr interessante Sache, die da geschildert wird, ist auf die Art und Weise, wie die beiden Kontrahenten ihre Waffen geführt haben. Bradley trug ein ganz normales Holster. Allerdings 1869, weißt du, dass das tief an der Hüfte sitzt, was noch mit einer Schnur am Oberschenkel festgebunden ist, damit es möglichst eng am Bein sitzt, damit die Waffe möglichst leicht gezogen werden kann. Also diese Holster gab es nicht. Die gab es vor 1875 eigentlich nicht. Die meisten Holster, die typischen Cowboy-Holster, die waren nicht zusätzlich festgebunden. Das waren einfach so Lederholster, in denen die Waffe relativ lose drin saß. Und deswegen, wenn man die Waffe daraus schnell ziehen wollte, musste man im Endeffekt mit einer Hand das Holster festhalten und mit der anderen die Waffe rausziehen. Mhm. Deswegen spricht man übrigens im Englischen gerne auch, wenn es heißt hier, es ist eine Duellsituation und die Leute greifen zu den Waffen, fällt der Begriff Slapping Leather. Weil sie erst das Lederholster mit der einen Hand schlagen müssen, damit es stillhält und sie mit der anderen Hand die Waffe ziehen können. Okay. Hardin trug bei dieser Schießerei 2 Schusswaffen bei sich und er trug kein Holster. Er sollte auch Zeit seines Lebens nie pflegen, ein Holster zu tragen. Aber was viele Leute bezeugt haben, war, dass Hardin 2 Revolver in den Taschen seines Jacketts trug, in den Innentaschen seines Jacketts. Die Aussagen gehen auseinander, ob diese Innentaschen auch noch mit Leder gefüttert waren oder nicht. Mhm. Mit Leder gefüttert würde halt bedeuten, dass er sie halt möglichst glatt und schnell rausziehen konnte. Aber mehrere Leute konnten bezeugen, dass Hardin beide Waffen in seinem Jackett trug. Und zwar so, dass die Pistolenknäufe über seine Brust zeigten, also mit den Pistolenknäufen aufeinander zu. Und er überkreuzt die Waffen gezogen hat, also... Mit der rechten Hand in die linke Brusttasche gegriffen, mit der linken Hand in die rechte Brusttasche gegriffen, beide Waffen rausgerissen, jede Waffe einmal gefeuert und mit den 2 Schüssen seinen Kontrahenten einmal in die Brust und einmal am Kopf getroffen. Okay. Bradley hat dementsprechend nicht lange genug gelebt, um sich von dieser Art der Geschicklichkeit beeindrucken zu lassen. Er konnte nicht wirklich großartig mehr bezeugen. Hier lohnt es sich wahrscheinlich auch auf eine Sache einzugehen. Hardin ist jetzt gerade mal 16. Hat bereits 6 Leute auf dem Gewissen. In seiner Biografie beschreibt er dann noch 2 weitere Schießereien, wo er einen mutmaßlichen Straßenräuber und einen Circus Strongman, also einen kräftigen Gewichtheber und Schausteller aus einem Zirkus, eben nach einem Streit erschießt. Also nach seiner eigenen Aussage, er spart sich Judge Moore aus, aber nach seiner eigenen Aussage sind wir schon bei 8. Wenn alles zutrifft, sind wir schon bei 9. Alles noch vor seinem 17. Geburtstag. Ja. Und was andere Leute zu dieser Zeit bereits über Hardin schreiben, ist, dass Hardin, also er war hochtalentiert, ein sehr guter Schütze, aber er hat sich sehr schnell bewusst gemacht, dass sein Überleben davon abhängig ist, schneller zu sein als andere. Denn er kommt schnell in Streit mit anderen Leuten. In seiner Biografie fängt er ihn zwar nie an, aber es ist trotzdem sehr bezeichnend, wie, was für ein Pech er doch immer er hat, an so jähzornige Leute zu geraten, dass die immer gleich nach den Waffen greifen müssen, ne? Ja, er ist schon verdächtig. Und deswegen ist aber von Hardin auch bekannt, dass er etwas macht, was sehr wenige Cowboys in dieser Zeit gemacht haben. Er übt. Und er übt vor allem sehr, sehr viel. Seine eigenen Cousins beschreiben, dass er es mehrere Stunden am Tag konnte, einfach nur die Waffen in verschiedenen Situationen zu ziehen. Im Sitzen, im Stehen, über Kreuz, auf dem Pferd. Stundenlanges Waffe ziehen, Waffe anlegen, hin und wieder auch Schussübungen, aber in erster Linie ziehen, anlegen, ziehen, anlegen.
Darin ist er dann so gut, dass er im Januar 1871, also von einem Polizisten der Texas State Police, gestellt und wegen Mordes an Waco City Marshal Laban John Hoffman verhaftet wird. Eine Tat, die John Wesley Hardin selber bestreitet, die er aber wahrscheinlich tatsächlich begangen hat. Wird er tatsächlich von Polizisten der Texas State Police gestellt und verhaftet und eingesperrt. Der Ort, an dem er untergebracht wird, ist ein kleines Städtchen namens Marshall, das über kein Gefängnis verfügt, und er wurde zusammen mit anderen vorübergehenden Gefangenen, die bis zur nächsten Gerichtsverhandlung in Waco City untergebracht werden mussten, einfach in eine Holzhütte eingesperrt. Okay. Irgendwie schafft es Hardin dort, sich von einem seiner Mithäftlingen einen Kaliber 38 Revolver mit relativ kurzem Lauf verschaffen zu können, den er in seinem Ärmel versteckt. Und als er dann von zwei Männern der Texas State Police, einem Captain Edward T. Stakes und einem weiteren Offizier namens Jim Smalley, abgeholt und nach Waco überführt wird, gelingt es ihm, während sie ihr Lager unterwegs aufschlagen und Stakes mal kurz losgeht, um Futter für die Pferde zu organisieren, die Waffe zu ziehen, Smalley zu erschießen und auf dem Pferd des Polizisten zu entkommen. Ha! Auch hier natürlich in Hardins Biografie hat Smalley ihn noch verhöhnt und eingeschüchtert und ihm gedroht, ihn zu foltern, einfach nur aus Spaß, ne? Mhm. Und Hardin hätte so getan, als wäre er total eingeschüchtert, ein verängstigter kleiner Junge, und vorgetäuscht zu weinen. Und während dann Smalley höhnisch gelacht hat, hat er die Waffe gezogen und auf den Polizisten gerichtet. Und als dann der Polizist aber im Angesicht des Todes immer noch nicht von seinen Drohungen abgelassen hat, blieb ihm natürlich nichts anderes übrig, als ihn zu erschießen. Ne? Mhm. Das Dumme ist nur, es gibt von der Version auch eine offizielle Fassung, von der Hardin wahrscheinlich nichts wusste, denn es gab eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet hat, eine alte Witwe, die schön im Klischee unterwegs war, um Holz zu sammeln. Und die hat bezeugt, dass Hardin, als der Polizist ihm den Rücken zugewandt hatte, eine verborgene Waffe gezogen hat und ihm erst in den Rücken geschossen hat. Und als dann der Mann vor ihm auf dem Boden lag und versucht hat, noch seine Waffe zu ziehen, hat er den am Boden liegenden, bereits tödlich getroffenen Mann nochmal aus nächster Nähe erschossen. Naja. Okay, ja. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Hatfields & McCoy-Folge. Ja, ein bisschen. Bad Frank. Da war auch so ein Soziopath am Werk, ja. Yep. Naja, jedenfalls, Hardin ist zu dem Zeitpunkt noch nicht mal 18 Jahre alt, ne? Sein erster Impuls ist, zu seinen Eltern zu reiten, um sich erstmal dort eine Zeit lang zu verstecken. Mhm. Seine Eltern sind wenig erfreut, dass ihr Sohn, der bereits mehrfach wegen Mordes gesucht wurde, jetzt einen Texas State Polizisten erschossen hat. Und sein Vater legt ihn nahe, nach Mexiko zu verschwinden. Allerdings, John Wesley Hardin hat auch einfach nur unglaubliches Pech, denn auf dem Weg dorthin wird er in Bell County, Texas, von drei Männern überwältigt und in Anführungsstrichen verhaftet. Leute, die ihn offensichtlich erkannt haben und die sich gefreut haben, Kopfgeld für ihn verdienen zu können. Allerdings, auch hier haben wir wissen nur das Resultat faktisch belegt. Die Motive wissen wir wieder nur von John Wesley Hardin selber. Und er sagt natürlich, dass die ihn auch, natürlich haben die ihn wieder verhöhnt und natürlich haben die ihn immer mit den Waffen bedroht und alles, haben sich dann aber kräftig betrunken und sind unvorsichtig geworden. Und als sie dann total betrunken waren und einer von ihnen eingeschlafen ist, schaffte es Hardin, sich von den Fesseln zu befreien, eine Waffe zu ergreifen und alle drei Männer zu erschießen. Nach dem, was wir wissen, hat einer von denen noch geschlafen, vermutlich. Okay, ja gut, Cold Blood ist ja jetzt kein Fremdwort für den guten Johnny. Und als er sich fragt, was er als nächstes machen würde, fällt ihm nichts Besseres ein und reitet erstmal wieder zurück zu seinen Eltern. Mhm. Ich finde diese Passage sehr lustig, weil ich versuche mir da gerade so im Kopf vorzustellen, wie diese Szene laufen muss. Ne? Der 18-jährige John Wesley kommt also wieder zu seinen Eltern und sagt: Hi Mom, hi Pop, hey, erinnert ihr euch noch an den Polizisten, den ich erschossen habe und wo ihr mir gesagt habt, ich soll nach Mexiko gehen? Ratet mal, was eben wieder passiert ist. Ups. Mist. Es passiert ihm dauernd. Ne? Das ist, Aber es war wirklich nicht meine Schuld. Ne? Ja. Es waren diesmal drei.
Na, jedenfalls, sein Vater legt ihm erneut nahe, nach Mexiko zu verschwinden, weil er in Texas halt jetzt wirklich ein gesuchter Mann ist und begleitet ihn sogar noch ein Stück weit Richtung Grenze. Aber kaum, dass sie die Grenze überschritten haben und sein Vater wieder zurückreitet, beschließt John Wesley, dass er eigentlich keine Lust hat, nach Mexiko zu gehen. Und deswegen dreht er umgehend wieder um und reitet umgehend ins grenznahe texanische Städtchen Gonzales, wo einige seiner Cousins leben, nämlich Emmanuel Menon Clemens und Gibson Gibb Clemens. The name rings a bell. Ja, Menon Clemens ist auch einer dieser ganz, ganz berüchtigten Revolverhelden im Wilden Westen, der sowohl als Sternträger als auch gegen Sternträger sich regelmäßig Schießereien geliefert hat. Aber die beiden Cousins, Menon und Gibb Clemens, sind aktuell als Rinderzüchter tätig und die haben einen anderen Vorschlag für den 18-jährigen John Wesley. Wenn er keine Lust hat, sich in Mexiko zu verstecken, könnte er sich doch einem Rindertrack anschließen, denn die beiden haben demnächst vor, zusammen mit anderen Ranchern mehrere tausend Rinder über Fort Worth nach Abilene, Kansas, über den Chisholm Trail zu treiben. Und er könnte sich doch dem Viehtrack anschließen, als einer der Cowboys, wäre dann in Kansas erstmal vor dem Zugriff der texanischen Gesetzeshüter sicher und könnte nebenher noch ein bisschen Geld verdienen. Ja, klingt erstmal vernünftig. Für die Zeit als Cowboy im Rindertrack nimmt John Wesley Hardin dann auch erstmal einen leicht anderen Namen an. Er nennt sich dann erstmal Wes Clemens und reitet halt zusammen mit seinem Cousin Gibb und einigen anderen, dutzenden anderen Cowboys mit diesem Viehtrack Richtung Abilene. Nach seinen eigenen Angaben in seiner eigenen Biografie will er sogar Trailboss gewesen sein bei dieser Aktion. Was für einen 18-Jährigen, der zum ersten Mal überhaupt auf einem Viehtrack ist, höchst unwahrscheinlich ist, möchte ich da schon sagen. Ja. Ja, aber gut. Erzählt er seine eigene Geschichte durchaus sehr, sehr farbig. Ja, aber wir wissen, also wie gesagt, Leichen haben seinen Weg gepflastert. Aber hey, er begibt sich jetzt von Texas nach Abilene, ne? Er will diesen Ärger in Texas entwischen, ne? Garantiert soll es keine Zwischenfälle geben, ne? Ja. Bis er in Abilene ankommt, hat er sich 8 weitere Schießereien geliefert. Okay. Ja. Eine dieser Schießereien sollte ihn allerdings recht berüchtigt machen. Es ist bereits am Übergang zwischen Texas und Kansas. Es kam während des Viehtracks öfter zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen mexikanischen Vaqueros, die eben aus Mexiko ihre Rinder hochgetrieben haben nach Kansas, und den texanischen Cowboys. Die konnten sich nicht leiden, es gab mehrere Streitereien. Hardin hat schon einmal einen Mexikaner einen der Mexikaner niedergeschossen, weil er gemeint hat, er hat ihn beim Glücksspiel betrogen. Wobei er höchstwahrscheinlich einfach die mexikanische Variante dieses Glücksspiels nicht kannte und weil er die Regeln nicht kannte, gemeint hat, er wird betrogen. Er hat auch auf diesem Weg nach eigener Aussage mindestens 2-mal einen Indianer erschossen. Einen, als dieser gerade dabei war, mit Pfeil und Bogen auf ihn anzulegen. Allerdings bezweifeln sogar seine eigenen Cousins diese Variante der Geschichte. Gibb Clemens vermutet, er hat einen Indianer erschossen, weil er einfach mal einen Indianer sterben sehen wollte. He shot a man in Reno just to watch him die. Exactly. Aber jedenfalls, im Sommer 1871, also kurz bevor sie in Abilene ankommen, gibt es eine große Schießerei zwischen texanischen Cowboys und mexikanischen Vaqueros. Es ist wohl so passiert, dass die Vaqueros haben wohl ihre Rinder recht nah an die texanische Herde rangetrieben und die Texaner hatten die Mexikaner beschuldigt, dass die vorhaben, ihre Rinder in die andere Rinderherde reinzutreiben, sodass man die Rindviecher einzeln nicht mehr auseinanderhalten kann und wenn sie die Rinder wieder auseinandertreiben, bei der Gelegenheit einige der texanischen Rinder mitzuklauen. Ja. Hardin lieferte sich bei dem Zusammentreffen dieser Rinderherde erst einen Wortwechsel mit dem Anführer der anderen Herde, beide zu Pferd. Der Mexikaner soll mit seinem Gewehr auf Hardin geschossen haben und dabei Hardin den Hut vom Kopf geschossen haben. Mhm. Und Hardin zog seine eigene Waffe, stellte aber fest, dass er hatte so einen alten, abgenutzten Perkussionsrevolver, dessen Zylinderlose saß, weswegen er mit der Waffe nicht vernünftig feuern konnte, ohne dass sie klemmte. Deswegen musste er absteigen, den Zylinder der Waffe mit einer Hand festhalten und mit der anderen den Abzug betätigen, schafft es aber trotzdem, den anderen Mann in den Oberschenkel zu treffen. Es wird dann erstmal ein Waffenstillstand zwischen den Parteien vereinbart. Die Mexikaner reiten ihre Wege. Kurze Zeit später treffen aber Hardin und einige der texanischen Cowboys wieder auf die Mexikaner.
Harden hat sich in der Zwischenzeit von einem der anderen Cowboys eine andere Pistole ausgeliehen. Und als Harden den Mann erblickt, der ihm vorher den Hut vom Kopf geschossen hat, es fallen einige Worte, die Mexikaner beschimpfen die Texaner, Harden zieht seine Waffe und schießt den Mexikaner in den Kopf. Und daraufhin kommt es zu einem wilden Feuergefecht am Little Arkansas River, wo sich die beiden rivalisierenden Lager eine wilde Schießerei liefern. Dabei macht sich Wes Clemens einen ordentlichen Ruf. Er soll wohl bei dieser Schießerei, Quellen gehen hier auseinander, von Wesley behauptet, es waren 5. Andere Quellen sagen, er hat 3 Mexikaner erschossen, aber jedenfalls, es gibt für diese Schießerei sehr viele Zeugen. Und die anwesenden texanischen Cowboys haben Harden als einen furchtlosen und treffsicheren Schützen, der quasi an diesem Fluss stand, mitten im Kugelhagel und unbeirrt auf die mexikanischen Vaqueros anlegte und mehrere Männer aus dem Sattel schoss. Deswegen wurde er von den texanischen Cowboys einfach gefeiert. Er hielt dann auch einen Beinamen, weil sich die Schießerei eben am Ufer des Flusses Little Arkansas ereignet hatte. Sollte Wes Clemens fortan unter den texanischen Cowboys eben auch den Namen Little Arkansas tragen. Okay. Und als er dann in Abilene endlich ankommt, sollte er dort auch in erster Linie unter dem Namen Arkansas oder Little Arkansas oder eben Wes Arkansas bekannt sein. Mhm. In Abilene beenden wir erstmal diese Etappe. Es ist die erste. Ich meine, Harden ist jetzt 18 und wie viele Leute haben wir jetzt schon? Also wir sind, glaube ich, schon jenseits der 12. Und in Abilene sollte er dann aber mehrere legendäre Bekanntschaften machen. Ich glaube, wir machen hier einen Cut. Mhm. Das nächste Mal machen wir weiter, was sich John Wesley Harden alias Wes Clemens alias Little Arkansas in Abilene alles leisten sollte. Kleiner Teaser am Rande. Er sollte Wild Bill Hickok dort begegnen. Mhm, ja, das hat man ja schon mal kurz angeteasert bei den Gunfighters. Mhm. Er wird dann auch einige Zeit später in eine große Familienfehde verwickelt werden, wo er quasi Zünglein an der Waage spielen wird. Und wir werden wahrscheinlich in der nächsten Folge auch von der Tat reden, die ihm zum Verhängnis werden sollte. Aber das alles heben wir uns fürs nächste Mal auf. Gut, dann ohne großes Federlesen, es geht weiter in 14 Tagen. Wenn ihr bis jetzt schon Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail an westernunchained@gmail.com oder gebt uns Kaffee aus auf Ko-Fi oder besucht unseren Blog, den ihr auf unserer Homepage findet. Genau, westernunchained.podbean.com oder wenn ihr euch nur für den Blog interessieren sollte, westernunchained.blogspot.com. Gut, und ansonsten fassen wir es kurz. Wir wissen, worum es nächste Woche geht. Teil 2, John Wesley Harden. Bis dahin, adios. Bleibt fest im Sattel, amigos und amigas. Adios und ciao.